Leute, was geht? Und kommt zurück zu Ayuki Game Master. Leute, ich hab's gesagt, bisschen verspätet, aber Leute, wir werden uns wirklich heute dieses Avatar 360 Grad Video anschauen, weil ich ja eigentlich schon so letzte Woche vorhatte, aber es ja dann nicht geschafft, weil dann auch die Sache mit Gunst dazwischen kam. Aber Leute, ihr seht, okay, ihr seht, wir sind im Video. So, wir sind schon mal da, wir schauen uns das schon mal alles an. Ob wir vielleicht noch irgendeinen Hinweis finden, vielleicht auch bezüglich dem Film. Aber Leute, also ihr seht ihr irgendwas? Oh, da ist ein Safe. Seht ihr das wirklich? Irgend so ein Tresor oder ja doch. Oder, ja, das ist so ein riesen Tresor, aber Leute, bis jetzt weiß ich mir noch nicht, ob der uns weiterhilft. Wo liegen wir da drin? Hey. Ist das ein Schlafsack? Also, ich weiß, es ist jetzt nicht so. Es wird so eine Box, die ich wohl irgendwie als Schlafsack benutze. Leute, also das ist ja, fängt das schon mal hier gut an hier. So, das ist ja jetzt irgend so eine Maschine, oder? Das ist was eine Zeitmaschine, weil wirklich, Leute, seht, ich bin jetzt woanders, ich sehe auch anders aus. Hier sind jetzt halt auch andere Menschen um mich rum, sieht man ja. Und irgendwie so komische Pilze. Hä? Ja, seht ihr überall diese giftigen Pilze? Oder weiß ich nicht, Leute, sind die giftig? Leute, hier sind sie in klein. Doch, das sind doch die kleinen, oder? Und hier ein riesig, also hier normal groß und hier ist einfach so ein riesiger. Oh je, Leute. Ich sag, okay, Leute, ich muss sagen, komm, wir lassen das hier mal weiterlaufen, dass wir vielleicht hier noch mehr sehen. Okay, ja, wir stehen jetzt hier mal auf. Okay, diese Küste. Ja, doch, das ist ein Sie. Die Stimme hat sich weiblich angehört. Ach so. Okay, also sie will uns jetzt alles zeigen. Also, Leute, scheinbar ist sie wohl unsere Führerin. Also wirklich die, die uns überall rumführt und hier jeden Winkel zeigt. Oder ja, doch, vielleicht kann sie uns ja weiterhelfen. Vielleicht erklärt sie uns ja, was die Pilze sind oder was die Pilze zu bedeuten haben. Ja, okay, wir rennen hier hinterher. Rennen wir jetzt für diese großen Pilze da? Wie Leute, wo rennen wir hin? Leute, entweder zu den Pilzen oder wo ganz anders hin, Leute. Habt ihr eine Vermutung, wo wir hinrennen? Das schreibt jetzt mal in die Kommentare. Ein Monster. Was ist das genau? Was ist das für ein Monster? Hä? Mein Gott. Alter, wie groß ist das einfach? Und warum sieht das so aus? Und wo kommt das her? Also wo kommt dieses Monster jetzt auf einmal her? Fragen über Fragen über Fragen. Leute, Alter, wie laut brüllt der einfach? Oh, aber wirklich, da tun mir die Ohren weh. Oh Mann, warum habe ich das hier bloß so laut gemacht? Okay, Leute, seht ihr, wir haben es geschafft. Also das Monster ist jetzt wirklich weg dank uns. Also wir haben es wirklich verscheuchen können. Oder zumindest fürs Erste. Man weiß ja nie, vielleicht geht das Monster ja irgendwann zurück. Was ist das? Ja, wir setzen uns jetzt hin, oder? Auf der Drache. Achso, das ist ja, das ist ein Drache. Hier sieht man es, okay, aber ein schöner Drache, also eine sehr schöne Farbe hat der Drache, Leute. Warum kommen jetzt hier so Elektrogeräusche? Waren das die Fluggeräusche? Waren das, sind die Geräusche gekommen, weil wir jetzt losfliegen? Wo fliegen wir hin mit dem Drachen? Weil, okay, Leute, okay, also an sich sieht es ganz schön aus. Diese, ja, die Pilze sind auch ganz schön aus, aber das Problem ist halt, wir wissen dann nicht, ob die giftig sind. Also generell, wir wissen nicht, ob die Pilze gefährlich für uns sind oder eher nicht so gefährlich, weil manche Pilze sind ja auch schon gefährlich, wenn man sie anfasst oder keine Ahnung, sind sie giftig, ne, wenn man sie isst. Ich weiß ja nicht, was das für eine Art von Pilzen ist. Also ich kenne mich nicht aus mit Pilzen, Leute. Okay, Wasser. Das sieht ein bisschen aus wie Nimmerland. Also wie Nimmerland von Peter Pan.
Eisdrache, oder? Ja doch, das war doch ein Eisdrache gerade, der da geflogen ist, hä? Sieht man ihn hier noch irgendwo? Ah nee, ich glaube, der ist schon an uns vorbei. Da haben wir wohl zu spät geguckt, Leute. Okay, wir sind jetzt in der Höhle, also weg. Was meint ihr, ist das die Höhle von dem Eisdrachen, der jemand uns vorbeigeflogen ist? Oder ist das unsere Höhle? Von wem ist die Höhle wohl? Okay, Leute, komm jetzt. Ihr seht, jetzt haben wir gerade einen guten Ausblick. Also haben wir jetzt auch eine gute Gelegenheit, uns die Höhle genauer anzusehen. Okay, Leute, so rum. Okay, was. Okay, ganz viele Diamanten, ganz viel Wasser. Ja, also, okay, im Wasser drin sind auch ganz viele Diamanten, wie man hier sieht. Also wirklich, hier scheint eine sehr wertvolle Höhle, weil ich glaube, es sind sicher diese Diamanten, diese Edelsteine hier in der Höhle, sind sicherlich sehr, sehr, ja, sehr, sehr wertvoll, Leute. Okay, ist an der Decke noch irgendwas? Oder nee, ich glaube, an der Decke sind keine Diamanten, oder? Also, nee, die Decke ist, glaube ich, normal. Macht diese Geräusche, da hat doch was blinkt da so, hä? Okay, ein Roboter. Aber warum ist einfach so was in der Luft? Okay, ach so, der Drache denkt das gerade. Aber okay, warum genau ist der Roboter durchgestrichen worden? Und wer ist das, wo da drin ist? Okay, habt ihr gesehen, da war ein Loch und hier wieder alles voller Diamanten. Leute, wieder ganz viele Diamanten. Es handelt hier so eine Diamantenhöhle zu sein. Okay, das sind jetzt raus aus der Höhle, weil, hä? Was ist passiert? Ups, wir sind vom Drachen runtergefallen. Was? Da ist ein Pfeil. Seht ihr, wir wurden hier von seinem Pfeil abgeschossen. Hä? Welches Schwein macht das? War er das? Was, Leute, was meint ihr? Hat er uns mit dem Pfeil beschossen? Was macht er da? Also, ihr seht, warte, hat er keinen Kopf? Ich glaube wirklich, der hat keinen Kopf, oder Leute? Also, hat er uns vielleicht wirklich mit diesen Pfeilen da beschossen? Und Waffen. Leute, ihr seht, nicht nur Pfeile schießen, hier sind aber auch Waffen. Also, wir werden wohl auch ja parallel noch von Waffen beschossen und er auch. Also er versteckt sich, glaube ich, oder? Oder ist er der, oder treibt er das Kommando an, Leute? Also Leute, Granaten scheint es hier wohl auch noch jetzt zu regnen. Oh Mann, Leute, echt. Mist, ist, Leute. Und war, also, es stimmt, das sind hier den Felsen, wenn wir uns verstecken. Oh Mann, aber Leute, wenn es mal eine Phase geben sollte, wo mal keine Granaten sind, dann müssen die auf jeden Fall ja rauskommen. Okay. Leute, sieht, wir schießen die jetzt schon mal mit unseren Fallen ab, oder? Oder weiß ich, haben wir Granaten geworfen? Ich konnte das selber nicht genau erkennen, was wir gemacht haben. Hey. Perfekt, wir sind an Land, Leute. Seht ihr, wir sind an Land, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die Schlacht überlebt. Zum Glück. Also wirklich, Leute, ein fettes zum Glück in die Kommentare, dass wir diese Schlacht überlebt haben. Ich dachte wirklich schon, wir müssen sterben. Oh, eine Waffe. Okay, und eine Stimme haben wir gehört. Aber wer war das bloß, Leute? Okay. Ein Rohr, ein grünes. Okay, Leute, ihr seht, wir bleiben stehen aus irgendeinem Grund. Okay, Leute, das war's schon. Seht ihr das? Okay, das war das Video, aber Leute, auf jeden Fall wirklich krasses Video. Also, Leute, das war ein sehr krasses Video. Ich weiß, es waren jetzt nicht so lange, aber war jetzt nicht so lange, aber trotzdem, Leute, wenn wir sowas öfter machen sollen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Also, wenn ihr
ihr diese Wax ins Feuer lassen lag, dann machen wir vielleicht noch hier, also das hier, die 360 Christkind, der doch, also, wo wir wohl gegen den Grinch kämpfen, scheinbar. Oder das mit Pepe. Was auch immer. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, ja, Leute, einen schönen Tag wünsche ich euch noch heute. Also heute am 27.12. Heute ist ja Weihnachten vorbei. Heute sind ja die Feiertage auch vorbei. Aber Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, ob ihr gerade Ferien habt oder Schule, trotzdem einen schönen Ferientag oder schönen Schultag, wie auch immer. Ansonsten, Leute, beende ich jetzt das Video. Und dann bis zur nächsten Folge und Peace out.